So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir bereiten da was vor. Und zwar, da hinten steht's, das Sommer-Survival-Training. Also, es hat jetzt nicht mehr aufs Plakat gepasst. Gemeint ist natürlich das kleine, gemütliche, spaßige, nur zu einem gewissen Prozentsatz ernstzunehmende Survival-Training Sommer für zwei. Ja, Frau macht mit. Und worum es mir bzw. uns geht, eigentlich eher mir. Sie macht halt mit, weil sie mitmachen muss. Nein, sie hat auch Lust. Niemand wird hier zu irgendwas gezwungen, außer ich. Ich werde ständig zu allem Möglichen gezwungen. Zum Beispiel abtrocknen und spülen. Ja, spülen tut meistens sie, aber ich muss abtrocknen. Oder Tisch abräumen. Oder hin und wieder helfe ich auch beim Wäscheaufhängen. Ja, nee, also. Sommer-Survival-Training, Hauptprämisse ist 24 Stunden gemütlich überleben. Betonung auf gemütlich überleben. Nicht 24 Stunden irgendwie überleben. Das ist im Übrigen auch nicht weiter schwierig. Und ich sage es jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form um diese Survival-Trainingsgeschichten, die ich hier gerne mache, es ist eigentlich auch erst das dritte Mal, also so gesehen noch nicht so oft passiert, geht. Aber trotzdem sage ich es nochmal. Es soll Spaß machen, leiden nicht zwingend erforderlich. Bisschen lernen mit ein paar Einschränkungen klarzukommen, das ist schon so gedacht, aber leiden, wirklich leiden, aus meiner Sicht nicht erforderlich ist. Das kann man dann immer noch machen, wenn man mal wirklich in der Situation hocken sollte, dass man das, was man da so übt, mal tatsächlich braucht. Und auf Hobbybasis, ja, auch auf Hobbybasis kann man dabei was lernen, kann man da was für sich selber Sinnvolles entsprechend mitnehmen. Und genau das ist mehr oder weniger auch schon das Ziel, ja? Also wer jetzt unbedingt der Meinung ist, Survival kann nur super hart sein und wenn du nicht durch den Schlamm gekrochen bist, dann war es nicht Survival, ja, dann bist du halt falsch hier, dann wirst du mit der Variante, wie wir, beziehungsweise ich bisher und diesmal wir das machen, eben nicht unbedingt was anfangen können. Aber bisher war das eigentlich immer recht beliebt, dieses Format, und ich hoffe, es wird auch wieder diesmal relativ nützlich. So, ja, und lustig. Primär geht es mir darum, wirklich ein bisschen zu zeigen, wie viel das wert ist, wenn man eben zu zweit ist. Man kann sich halt einzeln spezialisieren auf einzelne Aufgaben. Man kann auch seine unterschiedlichen Talente unterschiedlich ausspielen. Zum Beispiel bin ich tendenziell ein bisschen besser drin, mich querwaldein im Wald fortzubewegen und da Dinge zu finden, zu suchen und so weiter. Als Frau. Frau hingegen ist, ja, ich weiß, es ist peinlich, handwerklich begabter als ich. Und alles, was in irgendeiner Form den Einsatz von Werkzeugen und Händen und Geschick erfordert, kann sie dann im Regelfall eher besser, ne? So, also das nur mal so als Beispiele. Gut, Plan, um jetzt das Ganze nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Plan ist, wir haben uns wieder Aufgaben überlegt. Letztes Mal hatte ich die per Community mir einflüstern lassen. Das war zwar auch ganz lustig, aber da war dann halt auch vieles dabei, wo ich sagen muss, ja, kann man machen, aber also nicht bei dem, was ich mir letztendlich eigentlich rausgesucht habe. Das war schon größtenteils ganz cool, ja. Aber, ja. Diesmal haben wir es einfach selber gemacht. Aber wichtig, ich habe es mir nicht alleine ausgedacht, sondern eben mit Chefin, ist also schon wieder nochmal ein anderes System als letztes Mal. Und 10 von 12 Aufgaben wollen wir erfüllen, sonst ist die ganze Geschichte gescheitert. Und dann, ja, dann bemitleiden wir uns gegenseitig und legen eine Schweigeminute ein. Für mich persönlich schon ein großes Opfer. Und ja, das wäre dann die negative Konsequenz. Ich kann dann ja ein Video machen, das eine Minute geht, in dem ich schweige und keiner weiß, was los ist und alle fragen mich, ob ich krank bin oder größere seelische Probleme und Nöte habe. Das wäre dann die Konsequenz, ja. Und das wäre schon eine schlimme, schlimme Strafe, wenn ich das dann wirklich mache. Immer noch. Ja, jedenfalls diesmal, ich habe ja auch immer irgendwelche Ausrüstungsbestimmungen beziehungsweise Einschränkungen mir selbst auferlegt und wir haben uns gedacht, diesmal
versuchen wir zusammen nur auf 1 Kilo an Ausrüstung zu kommen. Ja? Also insgesamt ausgenommen ein paar Dinge, nämlich Erste Hilfe, logisch. Ja? Also das wäre alles andere ist doof, wenn man das nicht dabei hat. Ja? Das ist wirklich blöd, meiner Meinung nach. Und gerade wenn man irgendwelchen Blödsinn und Einsatz von Werkzeugen und so weiter und so fort vorhat, sollte man da was dabei haben, ja? So, das ist also exklusive. Weiterhin exklusive ist, weil wir auch keine Lust haben, allzu sehr zu leiden, Mückenschutzmittel, weil möglicherweise sind die relativ aktiv, das wissen wir jetzt noch nicht. Daher, ja, wäre mal ganz gut. Neu ist diesmal auch, das hatte ich bei den letzten 2 Trainings nicht, dass ich keinen Schimmer habe, wo es hingeht, also so in gewisser Weise. Wir haben eine Basis-Location, bei der wir davon ausgehen, das wissen wir aber auch noch nicht mit Sicherheit, dass wir wahrscheinlich legal Feuer machen können. Das ist mir ja immer wichtig bei diesen Trainings. Reproduzierbarkeit heißt, das soll jeder nachmachen können, auch wenn er nicht jemanden kennt, in dessen Wald er Feuerle machen darf und so weiter und so fort. Ja, also nicht weitesten Sinne Sonderbefugnisse in Sachen waldrechtlicher Geschichten oder sowas hat. Ja? Deswegen versuchen wir, wenn wir Feuerle machen, das Ganze eben möglichst legal zu tun. Sollte es dazu kommen, dass das nicht klappt mit dem Feuerle, ist weiterhin im nicht beim Kilo inbegriffenen Gepäck auch ein Spirituskocher drin, inklusive Spiritus, weil wir wollen dann trotzdem gerne in irgendeiner Form die Sachen machen, die wir uns vorgenommen haben, die eben Hitzeeinwirkung erfordern. Ja. Und mal ganz ehrlich, ein Feuer anzünden ist inzwischen keine Challenge mehr. Das steht also auch nicht auf der Liste der abzuarbeitenden Punkte. Und ob man jetzt... Ich meine, es wäre schon cool, das auf dem offenen Feuer zu machen. Das wäre schon wirklich, wirklich cool und das ist auch besser zum Zeigen und sieht besser aus und so weiter. Aber wenn es nun mal die Waldbrandgefahrensituation nicht hergibt, dann geht's halt nicht. Ja? Einen anderen Termin werden wir jetzt auch nicht finden und ohnehin Sommer-Survival-Training und wir haben auch entsprechende Temperaturen vermutlich morgen. Da ist das relativ selbsterklärend, dass das da einfach ein Thema ist. Ja, und deswegen gucken wir mal. Kann ich jetzt nichts versprechen, nichts weiter zu sagen. Aber das ist jedenfalls auch nochmal wichtig, eben das mit der Reproduzierbarkeit dann eben zusammen, das 1 Kilo Ausrüstung, was das genau wird, das werden wir uns jetzt gleich zusammen diskutieren und mal abwiegen, was man denn da theoretisch mitnehmen könnte. Das ist dann auch nochmal ein gewisses Unterfangen. Und da wir ja gemütlich überleben wollen, wollen wir auch nicht allzu sehr hungern. Und haben uns gedacht, wir nehmen zu zweit 500 Gramm Futter in irgendeiner Form mit. So ein bisschen, sage ich mal, angepasstes Futter. Ja, also jetzt nicht Track and Eat für 10 Euro die Tüte und davon, weiß ich nicht, 4 Stück. Sondern schon ein bisschen was, sage ich mal, am Boden bleibenderes. So. Ist schwer zu beschreiben. Ja, also das so zu den groben Eckdaten und wirklich nochmal, das heißt, diese Rubrik heißt kleines Survival Training, nicht ultimativ harte Survival Challenge, nackig im Wald bei Schneesturm, sondern kleines Survival Training, ja, Training. Das heißt, man probiert aus, man übt. Das muss noch nicht alles sitzen. Da darf auch mal was schief gehen. Ja? So. Also, nur damit ich mich dann hinterher zu Recht in den Kommentaren aufregen kann, wenn das wieder keiner kapiert. So. Also, was heißt keiner? Das ist immer das Problem, ne? Das Schicksal des Videoproduzenten. Man hat eine geringfügig, winzig kleine Gruppe von Stänkerern und die fällt einem gefühlt immer viel mehr ins Gewicht als die enorm große Gruppe von zufriedenen Zuschauern. Ne? Das ist aber bei jedem Kanal und bei jedem, der das schon ein Weilchen macht, diese Videoproduktion, ist das ein Phänomen, das ich immer wieder bei den Kollegen beobachten kann, bei mir selbst auch. Und wir nehmen uns dann gegenseitig alle digital ganz fest in den Arm und klopfen uns auf die Schultern. So, die Aufgaben, die wir uns jetzt rausgesucht haben, sind folgende.
Wasser finden. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Ich sage jetzt gesagt, das Gebiet ist komplett unbekannt. Das stimmt jetzt so nicht. Wir wissen, ja, wir wissen eben, wo diese mögliche Feuerstelle ist und wissen, weil wir bei dieser möglichen Feuerstelle schon mal waren, halt auch ungefähr, wo wir vermutlich Wasser finden. Aber es ist einfach so wichtig und das Erste, worum man sich bei einem Sommer-Survival-Szenario, wo es wirklich warm ist, das Erste, worum man sich kümmern muss, weil erfrieren wird man nicht, verhungern wird man sowieso nicht so kurzfristig, dann ist das Erste, was einem Probleme macht, Wasser. So, wenn es warm ist. Also als allererstes, würde es nicht vielleicht unbedingt das Erste sein, was wir machen, aber es steht sehr weit oben auf der Agenda, Wasser finden. So, zweitens, Wasser aufbereiten. Wie, müssen wir ja noch sehen. Theoretisch abkochen, das wäre jetzt aber ein bisschen sehr langweilig. Außerdem hilft Abkochen nicht gegen alles. Wir würden dann nochmal ein bisschen was Fancieres ausprobieren wollen. Wenn es nicht klappt, ja, dann hat es halt nicht geklappt. So, dann soll ich 5 essbare Dinge finden. Begründung von Frau war, es ist Sommer, das sollte kein Problem sein. Wenn ich so drüber nachdenke, so einfach ist das jetzt doch nicht, weil die ganzen Beeren, die im Herbst reif sind, stehen natürlich noch nicht zur Verfügung. Andererseits ist der Sommer schon ein wenig fortgeschritten. Frühjahrsbeeren, vielleicht findet man noch ein ganz bisschen was, also Walderdbeeren zum Beispiel, dass da noch ein paar im essbaren Zustand sind. Bei mir im Wald sind sie inzwischen alle schon vertrocknet oder aufgegessen, je nachdem. Aber ja, könnte vielleicht gar nicht so einfach sein, wirklich 5 Sachen zusammen zu bekommen. Und ich habe mir selber noch als Zusatz-Challenge auferlegt, sinnvoll essbare Dinge, weil einfach nur essbare Dinge, das trifft auf jede nicht giftige Pflanze zu, die kannst du schon kauen und runterschlucken und dir passiert nichts Schlimmes dabei, es hilft dir aber auch nicht weiter. Ja, also im Sinne von Kalorien oder zumindest so viele Vitamine, dass man sagt, das hat zwar keine Kalorien, kann man aber trotzdem futtern, lohnt sich. So, dann Transportgefäß herstellen. Wie, was? Werden wir dann sehen. Aber das ist so eine handwerkliche Aufgabe, die dann vermutlich Frau übernimmt. Simulierte Jagd zu Lande beinhaltet die Herstellung einer Jagdwaffe und keine Sorge, da kommt garantiert überhaupt niemand bei, höchstens ich, zu Schaden bei dieser Geschichte und mir geht es mehr oder weniger darum, dass ich dazu auch noch ein bisschen was erklären möchte. Das ist dann also nochmal so ein praktisch-theoretischer Abriss innerhalb vom Survival-Training, ja? So, und dann hätten wir noch die simulierte Jagd zu Wasser. Da wollten wir mal eine der zahlreichen Survival-Techniken zum Fischfangen mittels Fischfalle einfach mal spaßeshalber bauen, spaßeshalber mal auch ins Wasser hängen und mal gucken, ob tatsächlich ein Fisch drin ist. Sollte das der Fall sein, dann lassen wir den selbstverständlich wieder laufen. Wir bauen nur was, bei dem auch garantiert kein Fisch verletzt wird. Ja, so, wichtig. Streng genommen darf man das wahrscheinlich gar nicht. Ich mache mich da nochmal schlau, wie das denn ist, wenn man das nur ausprobiert und ich habe keine Ahnung vom Fischerei-Wilderei-Gedönse, ne? Also das Anbringen einer Falle für Landwildtiere, allein das Falle anfertigen und aufstellen. In dem Moment, wo das Ding dasteht und theoretisch funktionieren würde, ist es illegal. Ja, also das darf man auch nicht mal zu Testzwecken und auch nicht, wenn man es sofort wieder abbaut, darf man überhaupt nicht. Ja? Deswegen hatte ich jetzt ganz vergessen mit dem Rechtlichen. Gemütlichkeit steigernder Lagergegenstand. Wir können die simulierte Jagd zu Wasser auch einfach so weit simulieren, dass wir sie im Trocknen machen. Stimmt. Heißt ja nicht, dass sie im Wasser stattfinden. Ja, nee, wenn man die im Trockenen simulieren, dann... Man kann ja dann definieren, hier fließt jetzt Wasser durch den Fischen. Wir können uns auch neben das Wasser stellen und es neben dem Wasser tun und dann erklären, wie wir es gemacht hätten, wenn wir dann... Das können wir auch machen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Ja, ich glaube, wir müssen dann einfach noch den lieben Zuschauer erklären, dass sie unsere Jury sind und meckern müssen, wenn wir Punkte nicht erfüllt hätten oder haben. Aber das machst du ja dann noch am Schluss. Ja, das hätte ich vergessen, aber dafür habe ich ja dich, meine Soufflöse.
Gut, ja, also das jedenfalls simulierte Jagd zu Wasser kriegen wir irgendwie hin. Dann Gemütlichkeit steigern, da Lagergegenstand. Das wäre zum Beispiel was zum Anlehnen beim Sitzen. Oder ein Bretterbett. Oder ein schöner Sitz. Oder ich weiß es nicht genau. Ne? Wir müssen mal sehen, was uns mit dem vorhandenen Material zur Verfügung steht. Gute Idee. Aber das. Ach so, ja, ja, sie hat Ideen. Da will ich aber noch nicht verraten. Das nicht spoilern hier. Wenn es überhaupt klappt, ist nochmal eine andere Frage. Gut, dann achtens, Alarm aus Lager senden. Die Idee ist die, ja? Super realistisches Szenario, kennen wir Männer alle. Frau hockt im Lager und macht, jetzt begeben wir uns mal ethisch, moralisch und chauvinistisch zurück in die Steinzeit. Ja, Frau hockt irgendwo in der Höhle und klöppelt das Fleisch, das der Jäger erlegt hat, während der draußen mit seinem Speer hinter Mammut her ist, also ich. Ja, und plötzlich kommen die Neolithikum-Zombies vorbei und die Neolithikum-Zombies wollen eben die Höhle angreifen und Frau muss jetzt in irgendeiner Form ein Notsignal senden, damit der große, starke Krieger mit dem Speer, an dem noch das Mammutblut hängt oder so ein Fetzen Mammutfell zurück ins Lager eilen kann. Das Eilen wird schwierig. Ich habe nämlich gerade ein böses Knie. Muss mal gucken, wie ich morgen klarkomme. Aber jedenfalls eile ich dann zurück und rette Frau. Wollte ich schon immer mal machen, Frau retten. Leider ist sie ziemlich selbstständig, aber ach ja. Ja, ich merk's mir. Ja, ja. jedenfalls, das war die Sache mit dem Alarm aus Lager senden. Dann Dinner for Two, da geht's drum, das ist im Grunde eine Kombi-Aufgabe, mach in irgendeiner Form heißes Nahrungsmittel, das beinhaltet dann logischerweise auch, dass man, wenn es dann möglich ist, auch Feuer entsprechend haben sollte. Und wir zeigen ja noch, was wir einfach großartigen Proviant dabei haben. Ist im Grunde keine große Sache, aber wir wollen eh was Warmes essen, also nicht, dass es irgendwie zu kalt wäre, hoffe ich jetzt zumindest. Aber gut. So, aus dem letzten Survival-Training habe ich noch mitgenommen, ich hätte eine Karte der Umgebung anfertigen sollen, damit ich mich besser zurechtfinde. Ich finde das besonders sinnvoll jetzt, wo wir zu zweit sind, weil wenn ich eine Karte der Umgebung anfertige, egal wie hässlich die auch sein mag, hat Frau zumindest die Chance, sollte ich zum Beispiel verletzt im Lager liegen und heroische Sätze sagen wie »Lass mich zurück«, »Rette dich selbst«, und mich dann eben den Neolithikum-Zombies entgegenwerfen, um in einem letzten Akt des Heldentums noch ein paar Neolithikum-Zombies mit dem Speer aufzuspießen. Jedenfalls, in so einem Fall kann Frau dann mit der von mir gestalteten Karte flüchten, weil da halt draufsteht, wo sie hin muss und wo sie nicht hin muss und wo es welche Ressource zu finden gibt. Ja, hab da so ein paar Ideen, wie ich das hässlich, aber hoffentlich halbwegs effizient hinbekomme. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt sagen, ist kacke durchgefallen. So, elftens, aus Survival-medizintechnischer Sicht könnte man mal versuchen, zwei Heilmittel im weiteren Sinne herzustellen. Wichtig bei diesen improvisierten Survival-Medikamenten. Die sind tatsächlich wirklich nur für den absoluten, alleräußersten Notfall. Und in der Praxis wirklich nur dann eventuell besser als nichts tun, wenn man gar nichts anderes zur Verfügung hat. Ja, nur dann. Wichtig. Wichtiger Sicherheitshinweis. Und ansonsten einfach zum Üben und zum Spaß haben. Gut. Und zwölftens, und das dürfte vielleicht eventuell gar nicht so einfach sein, verletzungsfrei, und zwar beide, wieder daheim ankommen. Ich als vorsichtiger Mensch mache mir da eigentlich ganz gute Hoffnungen, dass ich das hinbekomme. Bei Frau bin ich mir nicht so sicher, die neigt dazu, ganz gerne mal den ein oder anderen Liter rote Flüssigkeit im Wald zu lassen. nicht ganz so schlimm. Gut, das wäre jedenfalls die Liste. Ich überlege kurz, ob ich noch was Allgemeines zu sagen habe und sonst gehen wir zur Ausrüstung über. So, wir brauchen ja jetzt noch ein absolut realistisches Survival-Szenario. Total realistisch. Und diesmal ist es nämlich so, dass wir für unsere anstehende Hochzeitsreise überlegt haben, wir könnten ja schon mal vorher dieses System, was wir da nutzen wollen, ausprobieren. Und zwar machen wir eine Zeitreise.
mit der Zeitreiseagentur schnell, 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 nämlich ins Neolithikum, weil wir mal angucken wollten, wo der ganze Elend eigentlich anfing. Das Elend, das die Menschheit derzeit darstellt, basiert nämlich auf der Landwirtschaft. Wären wir nie sesshaft gewesen, dann hätten wir jetzt auch keine Probleme mit exorbitanten Ressourcenverbrauch und so weiter und so weiter und so weiter. So, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und das Problem ist jetzt folgendes: Wenn man eben eine Zeitreise mit der Agentur schnell, schnell, schnell machen will, dann hat man es erstens eilig und zweitens ist die Zeitreisetechnik leider noch nicht so weit fortgeschritten und man kann nur mitnehmen, was man am Leib trägt, kleidungsmäßig. Sie können auch jeden beliebigen Umfang von Leib zeitreisifizieren, aber Problem ist, die Handgepäckbestimmungen sind eben relativ, nicht sehr üppig. Auch allein, damit man nicht irgendwelche Hightech-Materialien im Neolithikum entsprechend liegen lässt. Und deswegen darf man eben nur dieses eine Kilo an Zeugs entsprechend mitnehmen. Warum jetzt der Wald im Neolithikum so aussieht, als hätte da jemand im Anfang des 19. Jahrhunderts mit Fichte aufgepflanzt, kann ich mir auch nicht erklären. Da bitte ich einfach um ein gewisses Maß an Logikloch. Davon abgesehen sollte eigentlich da erheblich mehr Hasel rumstehen und deutlich mehr Eichenmischwald, aber Buche gibt's auch noch nicht, aber egal, ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Außerdem könnte es ja sein, dass die Wissenschaft sich einfach geirrt hat und damals gab es schon Fichtenmonokulturen, die wir bestimmt die eine oder andere zu sehen bekommen, da wo wir hingehen. Gut. Oder die Zeitreise funktioniert nicht so, wie geplant. Oder die Zeitreise funktioniert nicht. Agentur schnell, schnell, schnell. Man weiß da nie, wie gründlich das schnell, schnell, schnell ist. Da könnte schon mal was schief gehen. So, und das Problem ist eben, dass wenn wir dann in der Vergangenheit angekommen sind, wir uns gefälligst in Acht nehmen müssen vor den allseits bekannten Neolithikum-Zombies, die da eben gerne mal ihr Unwesen treiben. Und daher flüchten wir als allererstes natürlich in den Wald, davon abgesehen, dass es nur Wald gibt im Neolithikum. Ja, da wurde ja noch nicht viel, also ein bisschen, aber noch nicht viel gerodet und damit ist das, glaube ich, alles ziemlich selbsterklärend. Ne? Absolut realistisches Survival-Szenario. Gut, dann gehen wir jetzt aber wirklich mal kurz zur Wahl der entsprechenden Ausrüstung über und das machen wir jetzt.